Es gibt Diebe, die angreifen, und es gibt Diebe, die Diebe sind. Der geht in den Melee. Mit einem Pegasus-Ritter. Okay. Ein Glück haben es die Idioten nicht andersrum gemacht. Stimmt, ansonsten wären wir jetzt die Engelsrobe los gewesen. Richtig. Gut, ist jetzt nicht so wichtig wie der Delphi-Schild, aber trotzdem. Die wollen wir eigentlich schon haben. Noch mehr Resistenz. So, also du hast dir einen Heal verdient. Und zwar ein Full Heal. So, dale. Oh, jetzt muss ich wieder an die Aktion mit Raven und den und dem Gewitter denken. So, danke für die Spende. Und du stirbst. Genau. Wir müssten eigentlich auch bald in die Reichweite vom Gewitter kommen. Welches Gewitter? Das von Sonia. Ach stimmt, das dürfte auch Aua machen. Klar, bei der ihr Magie-Level. Da müssen wir auch aufpassen, dass wir das richtig triggern. Weil da können wir nicht einfach reinstürmen. Na gut, sie bewegt sich nicht. Das heißt, Florina ist die einzige im Attackenradius und die darf das abkriegen. Ja, die darf das ruhig triggern. Das ist kein Problem. Wir stellen aber trotzdem, würde ich mal sagen, Karnas daneben. Richtig. Lohnt sich nicht. Der Stab hat nicht mehr so viel, den heben wir uns besser auf. Okay, heißt aber im Klartext, wir werden wieder nicht sehr weit vorwärts können, weil das Gewitter sollte die wirklich aufbrauchen. Ja, definitiv. So, Wolfball, dann sehen wir vielleicht mal die Crit-Animation. Wobei das Wolfball schon ein bisschen lädiert ist, also da sollte man vielleicht mal den Schmiedestab benutzen im nächsten Level. Ah, sie greift Kanas an. Lord Nergal wird sich eure Quintessenz holen. Nur den wenigen Auserwählten ist es gestattet, weiterzuleben und die neue Welt zu Gesicht zu bekommen. Perfektes Wesen, wie mir. 9, also Kanas ist das viel. Natürlich müsste man dafür auch noch treffen. Ja, klar. Aber trotzdem, 9 Schaden bei einem Druiden. Oh. This is going to hurt. Ein Glück können wir bei Matthew sagen, dass er schnell genug ist, nicht zweimal erwischt zu werden. Trotzdem sollte der jetzt vielleicht mal aus der Gefahrenzone gebracht werden. Und zwar mit einem großen Hoppla-Hopp. Heilmittel gestohlen? Ernsthaft? Ja. Jetzt ist das passiert, was ich meinte. Jetzt kommt Hector nicht mehr vom Fleck. Und kriegt ihn nicht tot? Na, geht doch. Hashtag shit happens. So. Aber Dart kommt noch vorwärts. So, währenddessen. Du räumst den da mal unauffällig aus der Bahn. Und wieder voll. Trotzdem sollte der Pegasus, der Wyvern-Ritter da mal eben unauffällig verschwinden. Ja, wäre besser. Hat gegen den Falkenritter auch nicht so viel Chancen. Gut. Und wieder ein Saftsack weniger. Richtig. Wobei Saftsack ja laut meinem Mathelehrer keine Beleidigung ist. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie mit Coyote in diesem einen, in dieser einen Yu-Gi-Oh!-Folge. Es ist keine Beleidigung, wenn derjenige sich nicht beleidigt fühlt. Mhm. Saftladen ist es ja eigentlich auch nicht. Warum hat man Saftladen eigentlich als Beleidigung entwickelt? Weil Baum. Oder wie mein Kumpel sagen würde, Quod Arbor. Und ich glaube, ich nehme jetzt sogar den Silberbogen. Einfach, um dem Schützen da oben eine Paroli bieten zu können.
Aber wenn der Jafar angreift, sei es drum, der hält das aus. 17 Verteidigung, 34 Leben. Das überlebt er. Jafar hält so einiges aus. Mhm. So, sonst ist hier nichts. Ja, die kommen nicht mehr weg. Jetzt sind wir doch hier relativ schnell vorangeschritten. Fällt mir gerade so auf. Naja, so schnell wie es halt geht. Und das ist vielleicht nicht das Intelligenteste, was du hättest tun können, mein Freund. Und Wiedersehen. Aber fürs Melee war halt zu weit weg. Ja. Schönes Level up. Gibt es dann doch immer wieder, ne? Mhm. Was? Oh, der hat ein Stahlschwert. Das ist schön. Auch sowas. Stahlschwert hat keine Probleme. So, der ist geheilt und hängt fest. Mach ihn weg. Das hättest du nicht wirklich mit dem Silberbogen machen müssen. Nö, hätte ich nicht. So, und Jafar putzt die anderen beiden Einheiten weg. Eisenklinge langt da vollends. Die treffen ihn eh nicht. Ich meine Axtkämpfer, come on. Ja. Bams und weg. Ach ja, Jafar. Ist und bleibt eine geile Einheit. Mhm. Wie die immer beim zweiten Mal kritten. Und noch mehr Resistenz. So, und die kommen auch mal nach. Wobei, wie weit kommt der Bogenschütze? Weil du hast keinen Delphi-Schild. Welche unserer Einheiten hat eigentlich im Moment am meisten Resistenz? Das dürfte sogar Priscilla sein. 14, 18, 10, 26, 21, 28. Und das ist Maximum. Wer hat jetzt 28? Priscilla. Achso, ja. Gut, und physisch hält natürlich Oswin am meisten aus. Ja, die Name ist nicht dabei. Ja. Aber ich denke mal, das weiß jeder. Ja, sollte er. So, Kanas und Florina triggern weiterhin das Gewitter. Okay, das ist schon ein bisschen mehr Schaden. Trifft aber nicht. Ja, um Schaden zu drücken, müsste man halt erstmal treffen. Richtig. Schaden drückt die noch genug mit ihrem Fimbulwinter. Das ist das eigentliche Problem. Auch damit kommen wir aber längs. Ja. Wenn wir natürlich jetzt mega uncool wären, würden wir es Rev einmal mit dem langen Bogen machen lassen, weil sie sich ja nicht bewegt. Ja, aber die sitzt auf dem Thron, das heißt, sie heilt sich. Deswegen. Andere Frage, warum haben wir Nino eigentlich nicht einfach Elliwood gegeben? Weil wir daran nicht gedacht haben. Wie wär's, wenn wir den Wechsel mal eben vollziehen? Yep, schon geschehen. Da kann Heath sich nämlich wieder rühren. Macht er jetzt auch und holt mal ihn hier ab. Wegen der Truhe. Oh, hier ist auch noch ordentlich was. Ordentlich Einheiten, die wir gleich mal ganz gediegen dezimieren können. Mhm. Ja, das dürfte nicht mehr lang dauern, bis da die Tür kommt. Oder vielmehr, die Brücke. Wenigstens kann der Crit nicht beim zweiten Mal. Siehst du eigentlich schon, oder siehst du eigentlich irgendwo, wie viele Runden wir in diesem Level schon gezockt haben? Moment, das war hier. 14. Okay, das heißt, wir haben jetzt Halbzeit bis, weil ich meine, in Runde 30 geht die Brücke 1, zur Truhe 2, auf. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das heißt, hier ist Deadline. Okay, dann können wir hier bedenkenlos hin. So, du stirbst.
Und Level Up für Jafar. Das ist nochmal ein Level Up. Und du stirbst auch noch. Wie hat Rev seinen Bogen geskillt? Wieso? Wieso fragst du? Ah, ist schon auf Rang S, okay. Ja, weil sein Bogenskill doch ein bisschen wichtiger ist als sein Schwertskill. Stimmt. Wen brauchen wir denn eigentlich noch? Oder beziehungsweise welche Skills sind denn noch nicht auf Rang S, die noch auf Rang S kommen sollten? Ja, auf einmal Priscillas Elementarmagie. Ja, das schaffen wir wahrscheinlich eh nicht mehr. Kennis Magie ist maximiert. Lucius ist maximiert. Oswin sehe ich jetzt nicht. Dart ist maximiert. Aber der kann ja sowieso bloß Axt einsetzen. Ja, das müssten eigentlich alle gewesen sein. Ne, halt, Raven brauchen wir noch. Aber der müsste auch Max sein. Ja. Und der hat ordentlich Support. Lucius und Priscilla jeweils B. Mhm. Gut, dann lassen wir diesmal in aller Seelenruhe ihr Gewitter verballern. Wasserschuss Nummer 3. Naja, gut, dass sie mal treffen muss, war ja klar. Ja, mit 37%, da darf man schon mal treffen. Richtig, dass sie alle Giftwaffen haben. Und damit genauso wenig treffen wie mit regulären Waffen. Und noch weniger Schaden machen. Wieder so ein Pseudo-Level ab, aber 50 KP für einen Bogenschützen. Mhm. Da sind gerade Brücken gekommen. Aber hier leider nicht. Oh, jetzt hängt Ninian im Wasser. Aber sie ist an der Kante, das heißt, sie kommt noch auf die Insel drauf. Sehr schön. So, du kommst am weitesten. Dann triggere ich den mal. Ja, der hängt sowieso fest und du bringst mal Matthew hier runter. Sind aber noch nicht alle Einheiten nachgespawnt, ne? Da kommen auf jeden Fall noch. Ja, die ganzen Treppen. Sollen sie doch. Sind ja schon einige Einheiten nachgespawnt, aber es kommen definitiv noch welche. Jetzt müssen dann demnächst so ungefähr alle Brücken spawnen. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Aber die Reihenfolge, in die Brücken kommen, habe ich jetzt echt nicht mehr im Kopf. Dafür kommt der hier und das war so geplant. Und trifft mit 16%. Läuft. Und wobei Dart mit der Eisenachse ja theoretisch eigentlich am besten ausweichen sollte. So, wo kam jetzt eine Brücke? Da kam noch das Brückengeräusch gerade eben. Naja. Triggern wir mal den Piraten da. Der Myrmidone kommt. Wie weit? So weit. Pass auf mit dem Gewitter, ne? Ja, das habe ich abgeschätzt. Bis hier ist die Linie hinter der Insel. Okay. Also ach, hier ist die Brücke verschwunden unter Kanas. Ja, der kommt zum Glück noch weiter. Mhm. Aber der bräuchte mal einen neuen Heilungsstab. Kriegt dabei Gelegenheit. Mhm. In den nächsten Leveln müssten wieder Arsenale sein. Vor allem dieses eine Shopping-Level. Ach ja, stimmt, das gab's ja auch noch. So, dann locken wir mal den nächsten an. Das ist so geil, wie Berserker und Piraten im Vergleich halt übers Wasser können. Und du heilst auch mal. Priscilla hat schon lange nicht mehr geheilt. Fällt mir gerade so nebenbei auf. Hm. Naja gut, ich lasse sie auch immer nur angreifen. So, nächstes Gewitter. Und das vorletzte, wenn ich richtig gezählt habe. Oder sogar schon das letzte. Na, ich weiß es gar nicht genau. Können doch schon das letzte. Schon wieder Giftaxt. Aber natürlich müsste man damit erstmal treffen. Yep.
Na, der kriegt Waffenlevel, aber Priscilla nicht. Lanzenmeister. Aha. Süß. Der bringt viel. Mhm. Während Dart hier in Ruhe aufräumt. Braucht gar nicht zu kritten. War ihr letztes. Soll ich? Der Scharfschütze ist für Florina keine Gefahr eigentlich. Mhm. Ich würde sagen, wir räumen jetzt mal auf der Insel auf und holen dann Matthew nach. Du hast... Okay, dann... nimmt sich mal Heath die Engelsrobe und gibt die an Lynn weiter, damit Matthew genug Platz hat. Mit dem ganzen Zeug. Also hier haben wir jetzt erstmal... Tempofeder. Wer die kriegt, weiß ich schon. Doch wohl nicht etwa Heath? So, dann würde ich mal sagen, Dart darf da mal ganz gediegen aufräumen. Ja, jetzt krittert er wieder. Wenn er sowieso gewone-hitted hätte. Aber er hat schon ein bisschen Schaden kassiert. Pass bei den Einheiten nochmal ein bisschen auf, ob die zufällig irgendwie grüne Waffen haben, ne? Nicht, dass wir dann eine Waffe kriegen, die wir eigentlich haben wollen und dann wegschmeißen müssen. Nein, du sollst... So. Silberbogen. Göttlichkeit. Den Seelenpakt kriegt man. Und die Teufel sagst. Nö, nix. So, die hängen mal gediegen in der Luft fest, wie jeder Lord an der anderen Ecke der Map festhängt. Solange bei Elliewood keine Einheiten spawnen, ist alles Roger. Schon wieder Göttlichkeit. Und schon wieder daneben. Und schon wieder One-Hit. Dart räumt echt gut auf. Mhm. Hier ist hier die klassische Clean-Einheit. Yep. Und wobei kann Oswin was wegstecken. Wobei, was Clean angeht, Oswin sogar noch besser ist. Richtig, Dart ist eher ein Sweeper. Ja. Wobei Oswin würde ich eher als Tank als Cleaner bezeichnen. Nein, ich meine Cleaner wirklich im Sinne von Aufräumer. Achso, okay, ja, das ist Oswin. Also, weil der sich halt wirklich... in der Mitte von 5 Einheiten. Oswin kann sich halt wirklich bedenkenlos in eine Armee reinstellen und du weißt genau, der wird das unbeschadet überstehen. Genau, auf die Art kann Oswin auch wesentlich mehr Kills reißen als alle anderen, ne? Weil er sich einfach mitten in eine Armee von 10 Leuten reinstellen lässt, die ihn alle innerhalb von einer Runde angreifen und er one-hittet sie alle. So, und die müssen mal ihre Engelsrobe. Verwenden. So, 7 KP dazu bekommen und schon hat sie 40. Würden wir normalerweise natürlich nicht tun, aber da wir sie im letzten Level ja leider mitnehmen müssen... Ja. Na, mit dem Zusatzdings wird die schon eine gute Einheit. Na, okay. Aber ich überlege jetzt gerade, gab's nicht, müssen wir nicht für das... für das letzte Level, da können wir 12 Einheiten mitnehmen, von denen 5 geskriptet sind, oder irre ich mich jetzt da? Nein, du hast dich nicht. Wir können nur 7 Wahleinheiten mitnehmen. Und die 5, die geskriptet sind, sind alles jetzt nicht so pralle Einheiten, so. Außer einer. Ja, wenn wir die gescheit trainiert bekommen, sind die schon recht gut, aber die sind halt strategisch ein bisschen schwierig nutzbar. So, von der Tempofeder abgesehen hat Matthew genug Platz für die 3 Truhen da oben. Das heißt, wir könnten mal den Piraten hier anlocken.